Unfassbar schlimm. Nipster. Nipster. Nürnberger Rostbratwürste mit Flaude, auch genannt Flaude. Ja. Und dem neuen Held aus Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Ich muss ganz ehrlich sagen, Rock'n'Roll. Und ich meine, wie cool ist das? Wie cool ist das jetzt, gegen die Mädels da anzutreten, die ja nun wirklich auch wirklich sehr, sehr attraktiv sind? Ja, das war schon cool, würde ich sagen, oder? Das hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hat schon passt, sagt Ben Frank. Hat schon passt. Wir haben unser Bestes gegeben als Team Jungs. Und ich glaube, im Großen aufeinander Rap-Battlen waren wir auch ganz gut. Auf jeden Fall, wir haben die total weggebattelt. Also für mich gibt es da überhaupt keine Ausreden. Wir waren definitiv das bessere Team, oder? Also. Ja, ich weiß, ja. Muss man ganz ehrlich so sagen? Gute Argumente, auf jeden Fall. Vor allem das mit dem Bus, das fand ich gut. Mit dem Bus? Was für ein Bus? Ja, der erste Rhyme. Mit dem Bus. Ach so, ja, ja, ja. Der Bus-Rhyme. Also die absoluten Double Rhymes wurden ausgepackt. Ja. It's Herfall. Hast du den Film schon gesehen? Ich habe, sagen wir mal so, ich durfte schon Szenen aus dem Film sehen. Ja. Und ich muss das ehrlich sagen, ich finde es wirklich sehr cool und sehr poppig und wieder Rock'n'Roll halt eben, wie in den ersten drei Teilen auch. Ihr musstet ja auch beide wieder reiten, du hast das schon ein paar Mal geritten. Für dich war es, glaube ich, das erste Mal auf dem Pferd, wie war es? Absolut, ja, schmerzhaft. ich musste halt erstmal lernen und dieser Lernvorgang, der war schon sehr schmerzhaft. Und ich habe mich, glaube ich, auch nicht so gut angestellt. Sie hat immer gesagt, ich soll aufstehen, wieder hin. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollte, weil ich wirklich im ersten Moment dachte, also meine Reitlehrerin, ich dachte im ersten Moment wirklich, man setzt sich da drauf und dann drückst du quasi Gas und dann fährt das Ding. Aber so ist es halt nicht. Nach dem Motto, ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Ja, aber so ist es überhaupt nicht. Also es ist wirklich, du musst das Tier verstehen, es ist auch was Psychologisches. Du musst dem Tier auch vermitteln, dass du weißt, was du willst. Und das war bei mir nicht der Fall. Also ich finde, du hast das ganz gut gemacht. Im Endeffekt. Das muss man auch mal so sagen. Und im Film sieht es ja gar nicht schlecht aus. Im Film schaut es gut aus, ja. Das ist auch die Sache, das zählt ja. Ne? Genau. Genau wie beim Tanzen. Ich meine, wir können auch nicht gut tanzen, aber im Film sieht es so aus, als wenn wir voll die Pros. Durch die Macht des Schnittes Magic Mike-mäßig, wurde das dann alles zurechtgerückt, sodass es wirklich gut ausschaut. Aber ich habe mir auch Mühe gegeben, das auf jeden Fall. Um nochmal auf die Pferderlebnisse irgendwie einzugehen. Das heißt auch, du musst eins werden mit dem Tier. Ja. Also wie schwer fällt das jetzt euch, auch als Jungs, die wahrscheinlich eher doch dann Fußball spielen, dann halt eben sich in diese, sage ich jetzt doch mal, Sport hat, wie zum Beispiel jetzt Reiten, irgendwie reinzuversetzen? Also ich find's nicht schwer. Also ich fand das erste Mal beim ersten Teil war schon irgendwie so ein bisschen Respekt da und man wusste irgendwie, okay, Reiten und so, da habe ich jetzt noch nie irgendwas mit gemacht. Aber dann hat man sich eigentlich recht schnell dran gewöhnt und im Endeffekt baut man ja auch einfach so eine Beziehung zu dem Pferd auf während der Filme. Also es war ja jedes Mal, jeder Film war dasselbe Pferd bei mir. Und man gewöhnt sich aneinander und das Pferd weiß langsam, wie ich ticke und ich weiß, wie das Pferd tickt. Und dann macht es auch Spaß, ne? Wenn man dann so Szenen auch selber reiten kann bei manchen Sachen. Zum Beispiel im Abspann oder so, wenn man dann über so ein weites Feld galoppiert und es macht einfach nur Spaß. Die Pferde heizen sich gegenseitig an und das ist einfach cool. Ja. Ja. Die ich muss auch sagen, es ist... Also es hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich anfänglich dachte, weil ich hatte schon einen extremen Respekt davor und es wäre jetzt auch kein Sport gewesen, wo ich jetzt von selber gesagt hätte, okay, das probiere ich mal aus. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass ich was Neues ausprobieren konnte und es macht wirklich, also es macht sehr viel Spaß und es ist halt auch wirklich, es ist halt ein richtiger Sport, weil du musst es wirklich lernen und es ist eben nicht einfach draufsetzen und es geht los, so wie man das vielleicht dann denkt. Sondern es ist echt Sport, es ist anstrengend. Richtig Muskelkater hier. Absolut. Und es macht Spaß, weil es halt so, es ist ein tolles Gefühl, auf dem Pferd zu sitzen. Ich sitze ja auch ab und zu mal auf dem Pferd, allerdings sehr selten. Und immer, wenn ich auf dem Pferd sitze, ich habe 3 Tage lang Muskelkater in den Oberschenkeln. Das kann ich dir gar nicht sagen, wie. Ja. Also Hut ab vor den Mädels, die das wirklich jeden Tag machen und das wirklich auch irgendwie dann gut hinkriegen. Noch eine kurze Frage zu den Tieren. Also seid ihr generell auch irgendwie so Tierfans? Also habt ihr vielleicht Haustiere oder irgendwie eine andere besondere Beziehung? Generell eine Schildkröte, Bobby heißt sie. Echt? Bobby, eine Landschildkröte. Wirklich? Ja. Also wir haben 3 Schildkröten und die 2 Mädels heißen Esmeralda und Tranquilla und er heißt Bobby. Und er ist auch so ein Bobby-Typ halt. So, der rennt den beiden anderen immer hinterher. Das ist ganz lustig, weil man bei Schildkröten ja meint, die sind langsam. Aber wenn es ans Eingemachte geht, ja, also Mädchen gegen Jungs und so, dann ist der da richtig flott unterwegs. Aber die sind ja trotzdem langsam, oder? Du meinst jetzt nein, der rennt, schnell, der rennt schnell, den hinterher langsam, und die rennen weg. Langsam. Nein, richtig schnell. Für so eine Schildkröte richtig so Fahrradgeschwindigkeit. Also auf Schildkrötengröße projizieren natürlich. Ich kann auch ein Beweisvideo haben von deiner Schildkröte. Kann ich dir mal schicken, ja. Und der quietscht dann auch immer.
Man rennt so hinterher. Kein Witz, wirklich. Warum gerade Schildkröten? Warum ist nicht irgendwie Hund, Katze oder was auch immer? Wahrscheinlich wegen meiner Katzenallergie. Also Katzen finde ich schon auch cool, nur das Problem ist immer, wenn ich halt, also ich kriege dann tränende Augen und alles Mögliche und deswegen Schildkröte. Luis, wie ist es bei dir? Hast du auch mal so einen? Ich habe leider kein Haustier. Ich hatte mal früher, vor ein paar Jahren, Ratten. Ich hatte zwischenzeitlich bei mir zu Hause 36 Ratten, weil der... 36? Ja, hör mal, ein großer Käfer, ja. Der Verkäufer, der hat uns verarscht. Weil der hat gesagt, das sind zwei Weibchen. Und das war ein Weibchen und ein Mann. Und dann haben die, ne, Kinder gemacht, zack, zack. Und dann waren irgendwie schon, weiß ich nicht, 15 da oder so. Und dann haben wir den kastrieren lassen. Davor haben sie es aber nochmal getrieben. Und dann waren es plötzlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich, ja, 30 nicht, aber irgendwie 28, 27 bestimmt irgendwie. Und dann haben wir die alle über so eine Internetseite, ich weiß nicht mehr, was das war, haben wir die weggegeben. Und, ja, aber das ist ja schon auch ein bisschen her. Und jetzt habe ich kein Haustier, mir fehlt auch ein bisschen die Zeit dafür irgendwie. Und ja, ich finde es halt schon wichtig, wenn man sich dann ein Haustier anschafft, dass man dann auch irgendwie die nötige Zeit dafür mitbringt und dass man sich halt kümmern kann und alles mögliche. Und das ist bei mir eben nicht der Fall momentan. Aber Tiere, cool. Ja. Was auch immer. Was auch Tiere, immer. Cool. Tiere cool. Tiere cool, ja. Tiere cool. 2015. Tiere cool. Ja. Was auch immer die Leute draußen gerne wissen würden, gibt es vom Dreh noch irgendwelche, ich sag mal so diese Dinge, die so zwischen den Szenen passiert sind, die man nicht im Film sieht, zum Beispiel irgendwelche lustigen Dinge? Was ist irgendwie mal schiefgelaufen vielleicht? Oder gab es irgendwelche anderen witzigen Erlebnisse irgendwie so beim Aufsteigen oder sowas? Also gibt es da noch so ein paar nette Anekdoten vom Dreh? Wir haben richtig coole Videos gedreht immer zwischendurch. Wir haben irgendwie, wie heißt das, iMovie oder so? Ja. Mit dem Tillmann, ne? Und dann haben wir immer zwischendurch Videos gedreht von irgendjemandem und haben den interviewt, beispielsweise zum Beispiel in dem Book oder so. Und dann haben wir später einfach eine andere Tonspur so drüber gelegt und haben den so nachsynchronisiert und haben halt irgendeinen kompletten Schrott, weil der Phil, ich meine, der ist ein Genie, was sowas angeht, ja. Der hat dann alles so synchronisiert und irgendwie natürlich, dass es ein bisschen lustig wird und so. Und dann hat der Book halt irgendwie ganz komische Sachen gesagt plötzlich. Das waren so witzige Sachen, die wir so zwischendurch gemacht haben, wenn wir mal nicht gedreht haben. War ganz geil, ja. Zum Beispiel, was hat er gesagt? Ich bin Batman, oder was? Ja, wir haben synchronisiert. Was hat er gesagt? Ich glaub, er hat so geguckt irgendwie und dann hat er sich am Auge gekratzt. Und wir haben dann so interviewt, ja, was machst du hier eigentlich? Ja, nix. Ja, ich weiß nicht, ob er das so lustig fand, aber ich glaube schon. Oh, ich glaube, der versteht das. Der hat auch richtig viel Humor. Das war auch cool, so mit ihm zu arbeiten. Auf jeden Fall. Der ist echt, der weiß, was er macht. Gibt's denn noch einen vierten Teil? Das wissen wir leider nicht. Da haben wir leider nicht keine Ahnung. Irgendwie so Drehtermin klar gemacht für die nächsten Sommerferien? Drehtermin schon überhaupt gar nicht. Also, weiß ich nicht, musst ihr mal den Bub fragen oder die Produzenten, die können euch da bestimmt mehr dazu sagen. Wir leider gar nicht. Okay, okay. Keine Ahnung. Dankeschön schon mal für das Interview.